des alten Volkes ist das verheißene Land. Diese Theorie gibt es schon seit langem. Die Zetra ist auf dem Weg zu ihm. Da bin ich mir sicher. Es war richtig, sie gehen zu lassen. Der Schlüsselstein soll angeblich beim heutigen Turnier als Hauptpreis vergeben werden. Wie gehen wir vor? Ich habe da schon eine Idee. Na gut, dann mal los. Oh, meine Güte, war das süß. Wähle einen zusätzlichen Kampfgefährten aus, der zusammen mit Cloud und seiner Deadpool von vorab in einer Gruppe kämpfen soll. Auch die anderen Gruppenmitglieder kommen beim Zweikampf zum Zug. Bereite alle Charakter auf den Kampf vor und melde dich dann an der Rezeption. Oh, das war so süß. Ich weiß, es ist die Frau wieder aus mir raus, aber das war echt, echt mega süß. Kann man noch Punkte ausgeben? Ja. Dann macht natürlich auch der eine Satz Sinn, der mir erzählt wurde. Aber warten wir es mal ab, ob der überhaupt kommt. Ich bin mir nicht so sicher, von daher. Warten wir erstmal ab. Aber bevor es losgeht, machen wir nochmal eine ganz kleine Pause. Und dann geht's hier gleich weiter. Bis gleich. Und da bin ich auch wieder. Das geht jetzt auch direkt weiter. Sind wir mal gespannt, wie das jetzt enden wird. Oder muss ich die... wie war denn das? Kampfeinstellung? So...
Unser Spezialevent geht nun jeden Augenblick los. Seid ihr bereit für den Kampf? Sind wir bereit? Auf sie mit Gebrüll. Nun, Hals- und Beinbruch wünsche ich. Na, Beinbruch hoffentlich jetzt nie.
Tesla, wir werden die erlösen müssen. Na, wo sind sie? Don Cactorneo, eine Pflanzenkreatur, die von Don Corneo gezüchtet wurde. Sie neckt ihre Gegner, indem sie mit wallender Haartolle und charakteristischem Lachen herumflitzt. Oh oh. Erschöpft? Ja, geht schon. Warum denn Tomberry? Don Tomberry, ein Rätselwesen mit wonnig, wuscheligem Haar, das Don Corneo auf dem Schwarzmarkt gekauft hat. Mit einer Laterne in der einen und einem Küchenmesser in der anderen Hand floh auf dieser grüne, in der Robe gehüllte Unbart auf seine Opfer zu und tötete sie mit einem Hieb. Oh, nicht das Vieh schon wieder.
Jetzt! So, ein Akku. Dieser schmierige Verbrecher, was ist mit seinem Haustier auf der Flucht vor Shinra? Er hat Dio, den Direktor des Gold Zones, herausgefordert, um den Vergnügungspark in ein Corneo-Land zu verwandeln. Sogar in der brenzligsten Schlacht ist der Don immer mit einem Auge auf Brautschau. Feuer! Ich würde ihn zerquetschen.
Arschlöchern. Ich könnte ihn auch in Stücke zerfetzen. Wir haben um den Schlüsselstein gekämpft. Her damit, wie versprochen. Aber natürlich doch. Rechtmäßig steht er ja sowieso dir zu. Bitte, nimm ihn an dich. Was zum? War ja klar. Ja, macht noch kaputt. Dass ihr euch nicht schämt. Der Schlüsselstein gehört uns. Schnauze, Dieb. Hier, Ruth. Was soll das denn jetzt werden? Er haut ab. Scheiße. Yuffie, Nanaki, nimm nach. Kümmert euch um die da. Los, komm! Diesmal tragen wir es zu Ende aus. Wundervoll! Für diesen Kampf werde ich der Schiedsrichter sein. Was denn? Wir unterbrechen für eine kurze Pause. Unsere Kontrahenten dürfen sich ausruhen und auf den Kampf vorbereiten. Es geht los, sobald beide Parteien bereit sind. Aber nicht schlecht. Muss ich ehrlich mal sagen. Ist nicht schlecht gemacht. Etwa Angst bekommen? Okay. Seid ihr bereit, euch dem Kampf zu stellen? Aber sowas von. Bravo! Dann möge die Show beginnen! Yeah!
Genau.
Mist jetzt. Ach, da war ja was. Schön für dich. Alter! Warte mal, erstmal ist Heilen gerade mal ein bisschen wichtiger. Das sollte reichen. Nun denn. Sinn rassen und direkt damit sich vor dem Methoden und Vaters Wesen und die Firma reformieren, um endlich das weiße Land zu finden. Schüttet es sogar höchstpersönlich in den Kampf in der Muskelmanege. Greife an, während er gerade in Wochen. Okay. Er geht manchmal auf Schwein. Er ging mir schon. Immer extrem auf Spannung. So sind alle so mega krank, den ich nicht down. Jetzt das Recht. Irgendwelche letzten Worte? Alter, ist der verdammt schnell. Holla, die Waffe. Ich geb nicht auf. Verbrennen! Ja! Verdammt!
Das sollte reichen. Du hast es unterschätzt. Na, viel Spaß. So, jetzt kommst du an. Ja! Versuch's doch. Hunde, die bellen, weiß nicht. So, jetzt hat er so ein Problem. Auch keine. Die scheiß Köter da wegmachen. Verzieh dich! Ach, nicht schon wieder. Folgen wir ihm? Gibt jetzt Wichtigeres. Ketchy, nicht wahr? Ganz genau. Ich muss schaffen. Ich habe mit allem gerechnet, aber hier mit mir. Die Kontrahenten haben den Ring verlassen. Das Mensch endet ohne. Sollen wir die anderen suchen? Erstmal Ketchy. Lasst uns mal irgendwas finden. Wir suchen hier. Die anderen kümmern sich um den Rest des Parks. Ach so. Da ist er. So hin. Und? Na komm. No.
Na, wo ist der kleine Stinker als der Navi? Hä, wo ist er? Hi Lichti, du hast was verpasst. Du hast sehr viel verpasst hier. Kristallkreuz. Jetzt komm her, du kleine Kröte. Was bildest du dir ein? Ich kann das erklären. Wie sehr man sich doch in jemandem täuschen kann. Für einen Moment hatte ich dir echt vertraut. Hätt's besser wissen sollen. Barrett, tu's nicht! Das Vieh ist die Kugeln wirklich nicht wert. Wie konntest du das bloß tun? Voll mies!
Wir hätten dir niemals trauen dürfen. Er hat es nicht anders verdient, Aeris. Glaub. Dass es so kommen würde, war mir ja von Anfang an klar. Ich super. Hätte sie nicht so ins Herz schließen dürfen. Dieser Kater, bin echt sauer auf ihn. Der kriegt dafür bestimmt eine fette Beförderung. Das heißt, dass er uns die ganze Zeit angelogen hat, oder? Wenn ich nur darüber nachdenke, könnte ich platzen vor Wut. Aeris, alles in Ordnung? Ich dachte immer, ich hätte ganz gute Menschenkenntnis. Vergessen wir ihn. Und was jetzt? Shinra will sich bestimmt auch die schwarze Materie krallen. Wir müssen hinterher. Und wohin bitte, Fräulein Naseweiß? Wo der Tempel ist, weiß nur Catchy, oder? Vom Tempel weiß ich nichts. Aber die Helikopter der Turks kann ich finden. Und wie? Ich kenne die Frequenz, auf der sie senden. Wenn die ihre Funksprüche abfangen, ergibt sich der Rest. Der Kleine hat ein eingebautes Funkgerät. Das ist ja perfekt. Gut, dann gehe ich schon mal alles vorbereiten. Jo. Das wird schon. Wir werden den Tempel finden. Ich koste das Zeug, da gibt einiges zu tun, ja, ne? Die schwarze Materie. Wir hatten gerade. Was ist jetzt? Cloud! Ein Anruf von Gobi. Moment, ich verbinde. Wie geht's? Wie steht's? Hier ist euer Lieblingssprössling der Goblins. Gobi! Lange nicht gehört, was? Ich bin endlich fertig! Die nächste Prüfung kann also beginnen. Wenn ihr den Wüstenschatz immer noch haben wollt, dann kommt doch mal beim Reaktor Nummer 3 vorbei. Ich erwarte euch dort. Ciao! Ist jetzt nebensächlich. Die Suche nach dem Wüstenschatz kann also weitergehen. Wir haben jetzt aber gerade ein anderes Problem, wo ich für die Katze am liebsten hier runterschmeißen würde. Hier geht es zum Undersourcer. Möchten Sie Ihren Buggy benutzen? Gute Fahrt. Wir hatten Aeris